Hallo, hallo. Schönen guten Morgen. So, ich habe ja viel Rahmen jetzt da. Ja, nach dem Ausstanzen von den Text, ne? Verschiedene so Farben hatte ich da auch mir ausgestanzt und deswegen, ja, möchte ich damit noch was werkeln, und zwar solche Türrahmen oder Fensterrahmen, ne? Dann eventuell vielleicht mal ein 3D-Motiv drunter setzen oder hinein, meine ich, oder auch als Schüttelkarte auflegen, ne? Kann man ja auch noch damit machen. So, und zwar, das ist ja, so sind die ja, passen ja genau aufeinander, aber ich möchte ja, dass die so einen Innenrahmen haben, ne? Sieht schöner aus und deswegen habe ich die zugeschnitten, passend, und deswegen, ja, es ist eben einfacher, wenn man es dann mittig, nicht mittig, sondern den Rahmen richtig so zusammenfaltet. Das ist genau da trifft, ne? So. Und ja, genau. So. Weil der Rand eventuell kann auch sein, dass er nicht so genau passt. So, und dann wird es hier abgeschnitten. Man kann es dann auch eigentlich aufklappen und von beiden Seiten eben gleiches gleichen Abschnitt wegschneiden, ne? Aber ich würde sagen, wenn es so geht, kann man es auch so machen. Ist es dann eben genauer, ne, würde ich sagen, würde es klappen. So, kann ich dann, ja, ich würde sagen, 2 mm, wenn ich da so mache, dann würde es reichen. So. Und dann, dass dieser genau bündig richtig da alles passt, ne? So, und dann ja, haben wir so eine zwei Teile. Ja, ich nehme sie einfach mit dieser Film. Und dann klebe ich sie von der Rückseite zusammen. Ja, das ist hier richtig schön. Aneinander denn. So richtig bündig schließen sich zusammen, ne? Das ist ja egal, kann man dann abschneiden oder so. Hier habe ich ein bisschen geschoben, muss ich ein bisschen korrigieren. So, und auch das zweite. Man kann auch, ja, man tüftelt ja dran, wieder dass dieser Film abnehmen, noch ein bisschen hin und her schieben. Ist kein Problem. Hier habe ich ein bisschen Luft gehabt und dann muss ich, das geht ja. Problem. Und dann nehme ich mal richtig, dass es sich genau und der Seite sogar könnte man besser vielleicht rankommen. Genau, und dann haben wir den Rahmen, ne?
Und dann kommt das Teil drauf. Und dann haben wir auch so einen Rahmen. So. Beidseitig, ne? Da unten finde ich, ja, da könnte man noch einen Streifen dazu machen, aber meiner Meinung nach, da kommt eh immer mal was dran. Im Falle vielleicht ein Blumenkasten im Sinne, ne? So eine Bordüre eventuell, dass da, oder auch man kann da arrangieren, ne? Ich hatte so sogar, dass da so hingeht, kann man ja zuschneiden dann, ne? Und auch von den Blümchen einfach ein paar da drauf gesetzt, ne? Ich sag ja nicht, dass ich die dann jetzt drauf werde kleben, aber auch so ist echt eine lustige Idee. Man kann so einen Blumenkasten da auf der Fensterbank oder von außen so, ne, so ein, man kann ja Fenster gestalten unterschiedlich, nach hineingucken oder nach draußen gucken, ne? Und da wäre das dann eben von außen rein und da drinnen dann was oder ein Schüttelelement machen oder so wie diese, wie heißen die denn, diese Tiffany-Fenster, ne? Die sind ja auch schön so, auch solche Fensterspalten so reinmachen. Wie heißen die nochmal, die Rahmen, ne? Auch. Und hier hatte ich ja noch drunter gelegt, so ein Beispiel, ne? Die ist da, warte mal. Also dieses Vellum, ne? Und auch echt hübsch, ne? Da kann man auch, hatte ich auch so einen Rahmen auch gleich gemacht. Und dieser Schnitt, den kann man kaschieren, das ist kein Problem. Und dann eben so eine Schüttelkarte. Hier ein paar Herzchen. Die kann man ja auch ausfüllen, hatte ich ja schon auch gezeigt, dass die Herzchen dann eben. Man hat ja einige Randstanzen, ne? Die dann schön passen würden. Da könnte man auch so im Sinne ausfüllen, ne? Ja. Mit Vellum und Schüttelelemente da rein. Damit gestalten, ne? Ja. Sind so ein paar Ideen, solche Fenster, schöne so im Sinne Tiffany-Fenster oder auch normal, ne? Mal so ein, oder sogar als so ein, eine Tür könnte man auch noch damit ein paar so Spalten noch rein kleben oder, ne? Ja, so. Eben, ja, da hat man ja Möglichkeiten. So, sowas vielleicht noch, ne? Es kommt auf die Farbe an oder was man so hat. Und dann. Ja. Oder da unten kann es ja wachsen, ne? So, jawohl, das war der kleine Tipp zum Thema die Ausstanzungen. Ich habe hier einige da, ne? Rahmen von den Tags, die haben ja immer so eine besondere Form, ja, und da kann man damit schöne Sachen
noch weiter gestalten, ausarbeiten. Ne? Auch von den so ein Grün, ne? Man hat hier einiges auch. Oh, es wäre auch so schön. Ja. Okay. So, ihr Lieben, das war so ein kleiner Tipps und Tricks, kleines Video. Ja, so ein paar Ideen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.